Die bei Ihnen vorliegende Herzrhythmusstörung soll durch die Einpflanzung eines Herzschrittmachers behandelt werden. Das Herz besteht aus 4 Hohlräumen, 2 Vorhöfen und 2 Herzkammern. Die rechte Herzhälfte pumpt das vom Körper kommende sauerstoffarme Blut in die Lunge, während die linke Herzhälfte das von der Lunge kommende sauerstoffreiche Blut in den Körper zurückpumpt.